Ja, ich hoffe, dass mit dem Mikrofon da hinten geht. Wir müssen alle Schreien. schreien. Ja. Pauline, wir machen ein Video. Noch Ja, nie was gemacht, ganz Tolles. oder? Ich Ja. hatte tatsächlich mir eigentlich heute Morgen auf dem Küchentisch so Bonbons und so gelegt, habe sie aber vergessen vor lauter Euphorie. Gut. Weil wir immer Bonbons gelutscht oder irgendwas getrunken haben, wenn wir. Ja, aber jetzt wollen wir gar nicht über uns reden. Nein. Wir wollen diejenigen zu Wort kommen lassen, die hier das Projekt gemacht haben. Ja, Teil, zwei. also zwei, drei sind auch nicht da, aber die, die Zwei, da drei, waren, vier. sind da. Und ja, das Video gilt eigentlich euch, die ihr großartigst ein tolles Spiel gebaut habt. Wer hat mal Lust zu erzählen, was wir in dem Spiel machen? Um was geht es in dem Spiel? Traut Ruhige euch! Stille. Traut euch! Dani, willst du anfangen? Also, in dem Spiel, das Spiel heißt Mindbombs. Und in dem Spiel muss man durch Rätsel verschiedene Bomben entschärfen, um Nürnberg, die hoffentlich Kulturhauptstadt 2025, vor den Bomben zu retten. Die Bomben löschen immer jegliche Erinnerung an eine bestimmte Emotion. Und die Bombe gilt dann einer Emotion jeweils. Genau, und das Spannende ist ja noch, dass es da auch einen Helfer gibt. Das heißt, man kommt ja als Spieler nicht alleine drauf, sondern man wird quasi gerufen. Ja, also man wird auserwählt von einem Androiden, der heißt Adrian, das ist meine Kreation. Sehr gute Story, Ja, danke schön. Charakter. Der Android begleitet den Spieler oder die Spielerin durch das ganze Spiel und er kann nur die Bomben entschärfen durch ein Terminal, zu dem er in einem Bunker, in dem die Organisation, die diese Bomben gemacht hat, ist, die Bomben entschärfen. Ich weiß nicht, ob das Deutsch war, aber man versteht es hoffentlich. Sonst einfach spielen, das Spiel. Super. Genau. Das Spiel kann man bald spielen. Wenn das Video online ist, wird wahrscheinlich auch das Spiel online sein. Ja, das Spiel ist schon vor. Wir gehen jetzt direkt zum Launch-Event. Ja, stimmt. Und dann wird es dann, ist de facto für die, die jetzt das Video sehen können, obwohl es noch gar nicht online ist, der ist eventuell schon scharf geschaltet. Stimmt. Genau. Ja, in 2 Stunden ist dann quasi der offizielle Launch. Deswegen haben wir so gedacht, wir machen jetzt noch ein kleines Video mit allen, weil gleich Fast einige alle. eine PowerPoint-Präsentation halten bei mir. Ja, Genau. stimmt, fast alle. Wer fehlt? Ben. Ben fehlt, Ben fehlt. genau. Und Noah, der auch mal Noah, der letzte auch, Woche da war, der ist genau. auch nicht Also da. zwei weitere noch dazu, ja. Ja, was sagt jetzt ihr alle mal so? Jetzt dürft ihr mal so frei von der Leber weg erzählen. Wie war das? Was habt ihr gemacht? Ist es das, was ihr euch vorgestellt habt? Spaß gemacht oder nicht? Was war gut? Was war vielleicht nicht so gut? Also es hat sehr Spaß gemacht. Okay. Definitiv. Ja. Und es hat einfach Freude bereitet, diese Ideen zu sammeln und gemeinsam umzusetzen. Cool. Ja, also ich habe am Anfang irgendwie viel weniger davon erwartet, weil ich Okay. dachte, ja, Stimmt. ein Spiel programmieren, das wird bestimmt eh nicht so cool. Da hat er sich geirrt. Ja, da habe ich mich geirrt. Und dann nach dem ersten Tag war ich richtig on fire und habe mich auch richtig auf die nächsten Tage gefreut. Gut. Cool. Also ich fand es auch sehr, ja, es war auch ein bisschen lustig, also es war auch sehr spannend und ja, nur das Blöde war, ich hatte wegen meinen Füßen, da war in meiner Achillessehne gereizt, deswegen konnte ich ein paar Tage nicht mitmachen, Leider, leider. aber trotzdem, an jedem Tag, wo ich dabei war, es war geil. Ja, Yay! sehr gut. Großartig! Ja, wie Großartig. geht's euch jetzt, wenn ihr wisst, es kommt die Kulturreferentin, um das Spiel wirklich anzuschauen, zu gucken, was ihr da gebaut habt? Bisschen excited. Bisschen excited. Das ist auch eine Und tolle Wertschätzung. ja, das auch. Und ich bin schon gespannt, wie die Referenten auf unser Spiel reagieren werden. Werden sie es mögen? Werden sie irgendwie denken, das ist ein bisschen komisch, so Bomben in Nürnberg, die Emotionen auslöschen? Was soll das jetzt? Aber ich hoffe, dass sie es gut aufnehmen werden. Ja, und es war ja auch nochmal spannend heute, Ja. wenn ihr überlegt, was wir heute noch gebaut haben, wo wir die ersten überhaupt sind Ja. von dem Game On 2025, die es gebaut haben. Wer mag von euch dazu was erzählen? Ja. Andy? Wir haben AR gebaut. Ja. Also, Das heißt Augmented Reality ja. für die Checker. Man wird sich damit, das wird das erste Level sein und bin auch mal gespannt, wie das ankommt. Ja, ich auch. Bin sehr gespannt. Bin bei Ich all diesen bin Sachen gespannt, ja. auch froh, dass es jetzt funktioniert. Und Ja, Daniela hat ne? die Grafik gemacht. Ja. Ja, Grafik, Daniela, Super, genau. Das war wirklich sehr beeindruckend. Vor allem, du
hast wirklich, du hast gelitten und nicht gelitten, du hast leiden müssen, weil du hast eigentlich eine ganz andere Grafik. Ja, leider. Ja? Und die echt toll war. Und dann musstest du es nochmal ändern, komplett neu, weil das mit dem Farbmodell einfach nicht funktionierte. Und eigentlich müsstest du, für dich muss es auf jeden Fall ein zweites Projekt geben, damit du die andere Grafik noch einbauen kannst. Ja, schon gut. Also die Grafik, die Idee an sich und die Umsetzung, dass es wirklich so gut aussah und nicht nur so gut in meinem Kopf aussah, fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass es gut aussah. Es war natürlich ein bisschen nicht gut, um keine Schimpfwörter zu verwenden, dass es dann nicht geklappt hat, weil man die Schrift nicht beistellen konnte. Ja. Die Grafik war halt dunkel. Ja. Und ich bin froh, dass ich die Grafik geschafft habe und dass sie trotzdem noch okay aussieht. Großartig, für die Zeit, die sie sieht super aus. Jetzt mal eine andere Frage. Ich habe gesehen, ich meine, es ist mir aufgefallen in einem Workshop, was jetzt überhaupt keine Kritik ist, ganz im Gegenteil, was ich sehr spannend finde. Ihr habt unglaublich starke Bindung zu euren Smartphones. Ihr spielt unglaublich viel. Ihr kennt mehr Spiele als ich und das ist beeindruckend. Mal ganz ehrlich jetzt und keine Sorge, niemand wird es euch in irgendeiner Form übel nehmen. Wie wichtig ist euch Gaming? Haben wir gerade von 1 bis 10? Ja. 8. Gut. 7. 8,5. Gute Frage. 6, vielleicht manchmal 8. Ja, okay. Also jetzt, sozusagen 7. Ja. Aber jetzt habt ihr ja ganz verschiedene Spiele gespielt. Ne? Also ich habe auch gesehen, ihr spielt zum Teil noch Local Base Game. Du hast von Pokémon Go gespielt und hast mir auch nochmal deinen Zustand in Anführungsstrichen, deinen Fortschritt in dem Harry Potter Local Base Game gezeigt. Stimmt, ja. Was sind so eure Lieblingsspiele? Auf dem Smartphone jetzt? Immer so mal, Ach, so mal was? Naja, nicht wirklich auf dem Smartphone mein Lieblingsspiel. Okay. Was denn? Naja, Undertale einerseits und andererseits Detroit Become Human. Okay. Wie ist es bei dir? Also bei mir ist es Roblox und die Minecraft Pocket Edition. Stimmt, hast du von erzählt von? Ja, stimmt. Ja. Bei dir? Brawl Stars und Pokémon Go. Pokémon Go, ja. Auf dem Smartphone spiele ich zwar einige Spiele, aber ich habe eigentlich kein Lieblingsspiel. Okay. Und auf dem PC? Ein Lieblingsspiel? Fortnite. Bei dir, Olima? Auf dem PC oder mit Nintendo, Grie. Das ist so ein Artwork, so ein Jump'n'Run. Ich kenne das, das ist so schön. Wo die Welt quasi mal runterhört. Und auf dem Handy, ich habe es jetzt aber gelöscht, Candy Crush und allen war Das sehr schön! Der Standard! Sehr schön! Standard! Ah, also, das war eines der ersten Spiele, die jeder spielt. Ja. Das ist auch faszinierend, oder? Dass man überlegt, jeder hat so seine Spiele, mit denen er anfängt. Und auf eine gewisse Art und Weise, finde ich zumindest, wenn man sowas spielt, hat man so diese, braucht man, also wie soll ich sagen, wenn man Spiele hat, die komplett anders sind, dann braucht man viel länger, um da reinzukommen, als wenn man was hat, was man in irgendeiner Form schon kennt. Das fällt mir immer wieder auf. Also wenn du so, es gibt ja auch in anderen Lebensbereichen, ne? Dass man irgendwie merkt, so, also wenn es in dem ist, was ich schon kenne irgendwo, dann ist es einfacher, als wenn man jetzt hingeht und sagt, das ist was völlig Neues. Jetzt macht ihr ja ganz, ganz viel Basteln oder habt gebastelt jetzt die letzten Tage. Wir haben ein Spiel gebaut. Habt ihr was gelernt dabei? Ich meine, so eine klassische Erwachsenenfrage, aber habt ihr was gelernt dabei? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, mit diesem Programm Esproto umzugehen. Ja, das definitiv. Bis ins Detail. Ich habe auch gelernt, dass nicht alles auch richtig laufen kann. Ja, sehr gut, ja. Aber ansonsten habe ich auch schon, ja, alles schützen. Und wie ist das so, ein Spiel zu bauen über Nürnberg? Ist ja eure Stadt. Seht ihr jetzt Nürnberg anders oder war das für euch nochmal neu, in Nürnberg zu erkennen oder... Wie ist das so? Ich meine, ist ja eure Stadt. Also, jetzt baut ihr ein Spiel darüber. Man lernt Nürnberg halt aus einer anderen Sicht kennen. Okay. Wenn man sich Rätsel überlegt, okay, wenn man noch rausgeht. Okay. Ja, das, wenn man bei bestimmten Orten, also zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt einen Ort über die Burg gemacht, da schaut man sich die Burg ja nochmal ganz genau an. Und da entdeckt man auch immer neue Sachen, weil sonst, wenn du auf der Burg bist, dann guckst du. Also machst du vielleicht auch Führungen, aber wenn du jetzt in Rätsel suchst, dann muss man halt alles ganz genau anschauen. Mhm. Und aus einem anderen Blickwinkel sozusagen. Wie habt ihr euch die Orte überlegt, wo die Rätsel stattfinden? Also ich habe ja ganz viele überlegt. Ich habe das einfach danach ausgewählt, was man so als Tourist besuchen wollen würde. Ah, okay. Weil das auch teilweise große Sehenswürdigkeiten sind, wie die
Burg zum Beispiel und der Weiße Turm, da ist ja auch dieser Ehrbrunnen. Ja. Und einfach so die Hotspots von der Stadt und die Lorenzkirche zum Beispiel auch. Mhm. Also was für dich quasi Nürnberg nach außen repräsentiert. Ja, eigentlich schon. Fast alles ist hier in der Altstadt. Und das ist ja auch eigentlich so. Von Sehenswürdigkeiten fast nur Altstadt. Ja, stimmt. Das ist eine. Und wenn man jetzt das Projekt noch, wenn ihr jetzt sagt, okay, man könnte es noch besser machen, was könnte man noch besser machen? Also schön, dass ihr euch gefallen habt, ist super, habt ihr auch in den Workshops, aber was würdet ihr sagen, was wäre noch cooler, was könnte man noch reinbauen? Das dunkle Design. Okay, das dunkle Design, ja, okay. Und jetzt unabhängig davon, also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, das wäre noch cooler, wenn man das auch machen würde in so einem Projekt? Oder wenn? Definitiv, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich gern vielleicht ein Level, das auf mehreren Orten beruht. Ja. Also der erste Teil ist jetzt irgendwo an irgendeinem Ort, ja, zum Beispiel an der Burg, und wenn du das hast, kommst du zum zweiten Teil und da kannst du vielleicht irgendwas anderes machen. Mhm. Also das ist so eine Verbindung dann. Ja, ja, stimmt. Weil wir so ein bisschen so ähnlich haben wir haben teilweise. Ja, genau. Ja. Ohne etwas vorwegzunehmen, haben wir das auch ähnlich gemacht. Ja, ja, jetzt habt ihr, ich würde sagen, jetzt kriegt ihr sozusagen die Bühne nochmal. Da ist die Kamera. Ich hoffe, dass das alles akustisch ist geklappt. Das Smartphone war, glaube ich, noch nie so weit weg, um was aufzunehmen sprachlich. Aber Pauline und mir hat es von nahen immer sehr gut funktioniert. Ihr seid nicht darauf vorbereitet, es tut mir leid. Ich habe gesagt, es passiert nicht schlimm, jetzt komme ich damit an. Aber ihr kennt mich ja langsam. Ihr habt jetzt quasi die Bühne und ihr dürft jetzt Werbung machen für euer Spiel. Ihr dürft jetzt den Leuten in Nürnberg sagen, warum sie unbedingt das Spiel dürfen. Und es gibt quasi nichts, was ihr, fast nichts, was ihr nicht sagen dürft. Also insofern, legt los. Darf ich? Du darfst anfangen und macht Werbung für euer Spiel. Das ist jetzt eure Bühne und ihr dürft über euer Spiel reden und es bewerben und die Leute dazu bringen, es zu spielen. Super. Also, meine Idee hinter dem Spiel war, den Leuten eine andere Geschichte etwas näher zu bringen, dass man sich nicht nur immer auf den Alltag konzentriert, sondern auch einmal in ein anderes Universum abtauchen will. Wenn man das machen will, dann finde ich, dass unser Spiel sehr gut dazu passt, weil die Story auch sehr umfassend ist und auch von dem Charakter Adrian viel in dem Spiel mit drin ist. Und wer sich für Androiden und auch ein bisschen für Moral und so weiter interessiert und wer sowas mal spielen will, dem empfehle ich unser Spiel strengstens. Gut. Noch weitere? Ja, wenn man gerne Handy spielt allgemein und Nürnberg besser kennenlernen möchte oder mal genauer unter die Lupe nehmen möchte, sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Gut. Wenn man vor allem Rätselspiele mag. Ja, gut. Und aber nicht so, dass man nur zu Hause rumhockt. Und wenn man auch mal ein Spiel an der frischen Luft machen will, wenn man jetzt nicht Pokémon Go spielen will oder so, dann würde... Oder Wizards Unite. Ja. Würde unser Spiel Mindbombs sehr gut zu dir passen. Gut. Willst du noch was sagen? Nö. Nö. Ich habe alles gesagt. Ja. Pauline. Ja. Was möchtest du noch sagen? Möchtest du noch was sagen? Ja, ich möchte sagen, dass ich das ein total tolles Projekt fand und total begeistert von unserer Gruppe bin, wie schön man mit euch solche tollen kreativen Ideen umsetzen konnte. Man musste immer nur so ein bisschen anstupsen, wobei teilweise noch nicht mal das, und es ist so ein tolles Spiel rausgekommen. Also ich bin echt stolz auf euch, wirklich. Und ich freue mich jetzt auf den offiziellen Launch. Ich mich auch. Ihr Lieben, ihr wart großartig. Ihr wart eine unglaublich tolle Gruppe. Okay. Die werde ich vermissen. Es war wirklich toll. Ich hoffe, dass es weitergeht. Ich hoffe, dass, wenn es weitergeht, ihr auch wieder dabei seid. Ja, das wäre ja. super schön. Ansonsten gehen wir jetzt los, launchen das Ding und sind dann die Super Gaming Rockstars Nürnbergs. Ja? Und wenn dann später man zurückblickt im Jahr 2026, ne, über die Kulturhauptstadt und wie schön das alles war, man dann zurückdenkt, warum Nürnberg Kulturhauptstadt geworden ist, dann wird man sich an euch erinnern und wird sagen, da haben die doch all diese Spiele gebaut. Und das war so der erste Punkt, das war so die Initialzündung. Ab da wurde es dann richtig sensationell. Da wird man zurückblicken und dann wird man Straßen nach euch benennen, hoffe ich. Was ja zu einem Local-Based-Game gut passen würde. Ja? Danke euch. Ich jump jetzt wieder rüber und drücke diesen Knopf. Das wird alles so auch gelassen. Also man sieht ihn jetzt dahin hetzen. Euch vielen Dank. Ich gehe schon mal rüber. Und tschüss. Und allen anderen, Leute, spielt dieses Spiel. Spielt das Spiel.